ein Video zu dem Cookie Bug rein, da. Ja, schon wäre er gestorben. Ist er zum Glück auch gestorben? Wurde er gekillt? Warum wurde pausiert? Ja, aber das habe ich auch gedacht. Wenn die Pause bei 4 Minuten passiert, ist doch so sinnlos, dann später zu pausieren. Mega sinnlos, Alter. Otto Philippe Potion, got cookies und used undo. Es ist quasi ein Undo-Bug. Warte, was? Das ist der gleiche Bug wie früher. Dann hatten wir früher schon mal, dass die aktive dann transferiert wird. Aber er hat quasi gepaust, weil er einen Vorteil hat. Aber dann haben sie dann selbst später gepausiert. Wegen des Bugs. Aber dann haben sie ja pausiert, weil sie einen Vorteil hatten. Oder verstehe ich was falsch? Aber das hat es dann gebracht zu remaken. Er hat doch zu dem Zeitpunkt, wo geremaked wurde, also nicht geremaked, gechronobreakt wurde, hatte bereits den Cookie ja, war der Bug ja schon passiert. Das war doch der Chronobreak doch auch useless. Ja, so gut, wenn sie fair spielen, I guess. Ja, aber wenn du bei 5, warte, wenn du bei 6:30 paust, wegen einer Interaktion, die in der 4 Minute war, ist ja ein sehr seltsames Pause-Timing dann zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Also natürlich, Fair Play ist nice, aber es ist ein sehr seltsames Timing. Ich finde es krass, wie die Fehler der einzelnen Spieler sind, die es einfach alles ausgemacht haben. Yup. Hier ist halt ein Game voller kleiner Nuancen. Weil du dir der einen oder anderen Fauxpas leistest, stirbst du halt. Aber auch einfach ein kleiner Reality-Check für den Westen. Und auch vielleicht für Europa. Ansonsten oftmals so die Haltung, wir sind besser als NA, aber wir sind nicht besser als NA. NA und Europa sind sehr vergleichbar bei dem Turnier gewesen. Also halt wirklich. Sehr vergleichbar. Aber wenn du halt gutes League of Legends sehen möchtest, so das Beste der Welt, dann ist halt einfach Europa nicht deine Anlaufstelle. Das ist nun mal einfach Korea und China. Der Trade hier oben, sidesteppen einfach alles, was wir sidesteppen konnten. Haben einen Cookie für 50 Mana. Hoffentlich ist der nicht verbuggt wie bei der Begegnung gerade eben. Lol. Imagine, NA gewinnt morgen. Also wenn morgen NA gewinnt, wäre schon crazy. Lanes waren viel spannender als die Hauptphase. Aber das liegt aber einfach an deiner Wahrnehmung halt, ne? Sagst du als europäischer Fan. Du hast da die Planes vielleicht gerne geguckt, weil die Tour halt gegen Brasilien zum Beispiel gewinnen konnte. Aber natürlich für den, für so einen chinesischen Average-Zuschauer war die Plane-Phase nicht so spannend. Und ja, wenn du Fan von guten League of Legends bist, dann, boah, ist die Hauptphase trotzdem geil, weißt du? Ich freue mich sehr auf T1 gegen JDG, ich mich auch extrem. Ich freue mich so darauf, wenn Faker gegen Knight spielen wird, Guma gegen Ruler. Eine richtig geile Begegnung, ich freue mich sehr auf die Games, die wir dort erblicken werden. Gerade geholt, ich muss keine Angst haben, ich würde ihn aber super gerne über die Wand revolten. Wenn ich das schaffe, kriege ich entweder seinen Flash oder ich kriege sein Leben. Könnte das da? Muss ich so spielen mit Flash Ult, sonst bin ich da tot. Dein Weg zu überleben ist halt raus zu einer Zoom-Mann. Am Junge! Denkt auch, okay, ich bin ein Tank oder was? Flash Exhaust, er stirbt trotzdem. Lara. Lacher, sage ich. Nice, das Solo-Kill. Wollt immer noch Bord, ich kriege also First Turret hier oben. Die Piece auch gleich unleashed in 10 Sekunden, aber ich wollte trotzdem nicht die Piece, wenn mein Team tot ist. Schade. Wait, my TP, Shaco. Wait, wait, wait. So viel Damage, ne? Lol. Na, was? Nice. So viel Damage, lol. Ein bisschen knapp, als hätte sein müssen, wenn er auf mich gewartet hätte, wäre besser, aber na gut. Hopland First Turrets. Bottom Ship jetzt auch noch mit. Tom ist auch gestorben. Ist es okay? Oh, ein Fehler von mir, Force of Nature zu gehen. Ich hätte einfach Richtung Gargoyles relativ früh gehen dürfen. Thormail oder so und dann Force of Nature mit Gargoyles ersetzen.
Ein Gegner ist gottgleich. Maracasante? Dass ich da noch Harold verteidige und Kills, zwei Kills vielleicht zurückbekomme? Komm, gib mir zwei Kills. Kino ist leider zu stark und hat noch Ult. Kino wird hier nicht sterben. Oh, fand ich in der Ult drin. Er wird trotzdem nicht sterben. Ja, er ist tot, nice. Trotzdem wildes Game. Kino hat 13 Kills. Das ist mein erster Death. Der hat zwei Drakes, ein Harold. Den zweiten Harold verteidige ich auf Teufel komm raus, aber hart. Mein Team ist not doing too hot. Egal, ich habe TP-Advantage. Wenn jetzt zum Drake TP, dann machen wir das noch. Moin. Nice. Hab ihn weggeholt, weil ich nicht wollte, dass ein Team aus der Base zu ihm kommt. Oben kann er halt nichts machen. Noch drei Level vor Cho'Gath, also hier wirklich, ne? Wir spannen alles an auf Top-Lane. Spielen auf jeden Fall besser als unser Kontrahent, aber bin auf jeden Fall auf Katarina auch angewiesen. Ich habe nicht so viel Damage als Tank. Der Katarina geht nicht zu früh rein. Der hat Hearts, der Proc. Er mich gefressen, nicht Cho'Gath, eigentlich nicht Dingens Jaco. Fucking geil. Er hat gemissklickt. Aber eh nur der Klon, aber trotzdem lustig. Nice. Bottom gefallen. Top Tom Low, Kill of Cho'Gath, can win. War die du komplett chancenlos? Nee, nicht komplett chancenlos. Das Game war schon auf jeden Fall Bilibili Gaming favored. Das haben wir noch gesehen. Aber chancenlos auf gar keinen Fall. Ja, die du auch ein Game gewonnen. Und wir haben im zweiten Game besser dabei. War auf jeden Fall nicht der Favorit, aber war nicht chancenlos. Chancenlos ist sehr hart in dem Kontext auf jeden Fall. Ich hätte nicht geschildert, wenn die Wand gelaufen wäre, hätte ich sie gerettet mit meiner E. Und wenn sie an die Wand gelaufen, weil sie nicht bedacht hat, dass ich sie retten konnte. Spence, aber da war, hätte sie sogar überleben können, die Katarina. War kein schlechter Play. Direkt in die Box rein, ist so sexy. Dann kann ich das Game nicht machen, ne? Das ist geil einfach. Nice, geiler Fight von mir. Gargoyles und Thornmail oder Gargoyles und Anathemas und dann Kindled Binden. Wahrscheinlich ist Thornmail besser. Bis dahin. Ich bin kein Gargoyle-Spieler. Warte, ich kann das ulten, weil Cho'Gath weggelaufen ist. So fucking tanky, man. Überleben kann. Krass. Mal Base gehen. Wir haben TP ready. Wir sollten eigentlich mit Shaco gleich enden kommen. Balanced? Das ist dreimal getankt, mein Team hat trotzdem verloren, ne? Krass. Mal sehen, was wir sonst noch machen können. Der ist zwar 8000. Er fällt direkt raus. Nice. Boah, ich habe so viel CC, es ist absolut krank. Es ist so krank. Leute nach links und rechts slappe. Damit das Drake für uns. Die Kante war da. Genau wieder vor beim Drake. Was so ein dummer Fight. Hoffentlich geht er gut für uns aus. 1 für 0 bisher. 1 für 1 gleich. Mittlerweile FPS-Issues, eben so lange geht.
Pum ist gestorben. Backdoor-Macher. Nice, GG. Das war ziemlich mit, einfach eine Wave warten kann, aber ich hab's alles gepinkt. Sehr starkes Game von mir. Nur ein einziger Death und der war auch ein notwendiger Death. War eine gute Runde. Schönes Ding. Good shit, good shit. Kann man eigentlich noch Cinch irgendwo spielen? Ja, vor allem in Mitte. Cinch Mitte und viel Roman ist gut. Das kann gut sein.